Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge World of Warcraft hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ein kleiner Hinweis am Anfang. Wenn du mir helfen möchtest, meinen Kanal wachsen zu lassen, dann lass bitte ein Like und einen Kommentar unter dem Video da. Abonnier gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Es würde den Algorithmus sehr, sehr helfen. Dankeschön. So, wir mussten resonieren. Und haben somit das erste Siegel. Jesus hat recht. Wir besitzen den Schlüssel zum Sitz des Primus. Ich bin der Schlüsselmeister. Wir haben nichts davon, wenn unser Haus als erstes im Kampf fällt. Wir dürfen uns nicht vom Krieg ablenken lassen. Okay, Trakar. Bleibt euch bei der Speerspitze. Wir müssen diese Schlacht gewinnen. Wir dürfen die Kämpfe, die vor uns liegen, nicht vergessen. Die Tür muss warten. Sowas kriegen wir jetzt hier. Wir können ein Schwert tragen oder ein Dolch. Ich will den Dolch nehmen, ne? Jede Niederlage ist eine Lektion. So, zweite Kapitel abgeschlossen. Immer bereit für den Kampf. Eine geteilte Gefahr. Jedes Haus im Maldraxxus hat zwei Barone. Bevor mein erstes Haus, das Haus der Augen, gefallen ist, hat unser Markgraf eine Baronin entsandt, verdächtiges Verhalten im Haus der Rituale zu untersuchen. Seither habe ich nicht von ihr gehört. Entweder hat sie etwas entdeckt oder fiel dem Verrat zum Opfer. Ihre Befehle führten sie zum Verfall in den Osten. Wenn ihr die Baronin findet, gebt ihr diese Vorladung. Sie und ich waren keine Freunde, aber sie ist eine hervorragende Kämpferin. Wir könnten ihre Stärke brauchen. Das Haus der Seuchen. Das Haus der Seuchen fiel diesem Konflikt als erstes zum Opfer. Wir dachten, ihnen sei eine bloße Unachtsamkeit zum Verhängnis geworden. Hätten wir die Wahrheit doch nur früher erkannt. Doch, vielleicht ist nicht all ihr Wissen verloren. Vor eurer Ankunft meldeten unsere Speerbewegungen bei den Ruinen ihrer Nekropole. Falls es Überlebende gibt, wäre es klug, sie bei uns aufzunehmen. Doch seien wir vorsichtig, die Giftschäden könnten sie irre gemacht haben oder noch Schlimmeres. Baron der Auserwählten. Unsere Streitkräfte bei der Speerspitze werden vom Markgraf Garmals Vorhut belagert. Wenn Viras selbst die Verteidigung übernimmt, muss die Situation ernst sein. Das Haus der Konstrukte verarbeitet Fleisch, um für ihre Armee Körper zu erschaffen. Früher waren sie unabdingbare Verbündete, doch nun sind sie gefürchtete Feinde. Markgraf Krexus vertraut eurer Macht. Ohne Zweifel werdet ihr sie benötigen. Graf Vyras ist ungestüm, hat aber recht. Wir brauchen Verstärkung. So, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, zuerst suchen wir im Seuchengebiet. Machen zuerst die Seuchen. Eine Seuche. Wie geht's euch, ihr Lieben? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich immer total, wenn ihr meine Videos schaut und vor allem auch, wenn ich das eine oder andere Kommentar bekomme. MVP hat ja jetzt schon geschrieben, er wünscht sich für Dragonflight einen Paladin. Es wird dann, lieber MVP, eine Abstimmung geben. Ach, da seid ihr ja, mein Lehrling. Wir haben viel zu tun. Okay. Euer Lehrling, was redet ihr da? Ah, ich hatte mich schon gewundert, wo ihr hin seid. Kein Grund, peinlich berührt zu sein. Ich weiß, dass ihr eure Studien vernachlässigt habt, aber jetzt seid ihr ja hier. Dann können wir uns ja gleich an die Arbeit machen. Studiert fleißig. Ihr kehrt gerade rechtzeitig zurück. Insektenstiche. Stradama wartet auf den fertigen Trank. Markgräfin Stradama wartet sehnsüchtig auf die Fertigstellung unseres neuesten Tranks. Allerdings scheine ich meinem Vorrat an Giftbeuteln verlegt zu haben. Wie peinlich. Ich bin in letzter Zeit irgendwie indisponiert. Würdet ihr mir bitte einen Gefallen tun und noch welche holen? Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortsetzen. Mach mal. Sporen über Sporen. Mein schlauester Lehrling kehrt endlich zurück. Ich war in Sorge. Ich hörte lautes Gerumpel. Während ich an einem meiner Experimente arbeitete. Und ehe ich mich versah, war ich hier und ihr wart verschwunden. Es ist gleich, wo ihr wart. Jetzt seid ihr zurück und es gibt viel zu tun.
Kommt, wir müssen zuerst unsere Zutaten holen. Könnt ihr riechen, wie die Sporen um uns herum keimen? Wir sollten ein paar für unsere Unterfangen nehmen. Wieso glaubt er, wir seien sein Lehrling? Weiß er etwas über uns, was wir nicht wissen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal Sporen suchen. Hier mal ein bisschen Kollegen holen. Also wir machen echt nicht viel Schaden, ne? Ist irgendwie schade. So, was haben wir hier? Ach, das war das, was man so rausreißen musste, glaube ich, gell? Ja, genau. Genau, ich erinnere mich. So, da haben wir auch schon den ersten Giftbeutel, den wir unser eigen nennen können. Wir werden wahrscheinlich jetzt relativ bald Level 57, oder? Ja. Und haben noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns, wenn man ehrlich ist. Unser Ausgeruht-Bonus ist auch mittlerweile vorbei nach der Aufnahmesession gestern. Jetzt befinde ich mich ja immer noch in der Vorproduktion, wie ihr euch denken könnt wahrscheinlich. So, da ziehen wir wieder so eine Wurzel raus. Sporen. So. Oder macht ihr mehr Schaden mit eurem Hexer? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mir kommt einfach vor, wie wenn wir echt wenig Schaden machen, ne? So. Geht ja alles ganz schnell eigentlich. So, da mal wieder eine Wurzel. Was war das? Keine Ahnung. Keinen Plan, ihr Lieben. Eine nach dem anderen holen wir uns hier. Weil sehen, vielleicht schaffen wir es, dass ich in dieser Aufnahmesession auch gleich noch die nächste Inni laufen kann. Auf jeden Fall haben sich von der Gilde her schon einige angekündigt, wenn ich heute Abend so weit bin, dass sie mit mir laufen können. Was natürlich von mir immer bevorzugt ist, die Innis mit der Gilde zu laufen.
Denn dann passiert sowas nicht so wie in der letzten Ini, dass auf einmal der Tank oder so geht, ne? Da musste ich ja die Aufnahme zweimal starten. Weil einer die Gruppe verlassen hat und dann haben wir, glaube ich, 5 oder 10 Minuten gewartet. Und kam nichts nach. Bin ich raus, habe die Gruppe neu gestartet und dann war es schon erledigt. Dafür ging die zweite Ding dann relativ flott, ne? Ihr wisst. Ah, Six, das wollte ich probieren. Was das ist? Ah, okay, das ist einfach nur so ein Schild, ne? Okay. Ja, aber ich denke wirklich, dass wir jetzt hier ohne Side-Quests, Side-Stories relativ gut durchkommen durch den Content. Oha, der ging jetzt schnell. Viel fehlt uns denn noch? Nix mehr. Haben wir alles. Sehr gut. Mit Hilfe des Markgrafen ist alles möglich. Ihr habt meine Giftbeutel gefunden. Was für ein hilfreicher Lehrling ihr seid. Verschließt nie euren Geist. Was für herrliche Sporen. Möchte jemand frischen Schleim? Obwohl wir beide hängeringend diesen Drang fertigstellen möchten, ist eure beste Lektion hier Geduld. Geduld und Schleime natürlich. Dank der Schleime läuft unser Labor wieder. Wie ich euch gelehrt habe, verbindet eure Zutaten im Kessel, verrührt sie, bis sie zähflüssig werden. Ach ja, was rede ich da? Als ob ihr noch nie euer eigenes... euer eigenes fühlendes Wesen zusammengebraut hättet. Macht weiter! Die Schleime rufen. Der Kessel wartet schon auf okay. Euch. Beginnt, wenn ihr bereit seid. Ein paar Sporen, die als Katalysator dienen. Ein Tröpfchen Gift für die Viskosität. Rühren, rühren. Die Mischung darf nicht zu früh gerinnen. Wunderbar. Rührt den Kessel noch einmal um, dann seid ihr fertig. Ah ja. Habt ihr neue Ideen für eine Was für ein edler Schleim. Sondermüllsammlung. Ah, Schleime. Teure Freunde und äußerst nützlich. Sie werden uns helfen, diesen Drang zu brauen. Aber unsere Werkzeuge sind wohl überall verstreut und baden im Giftmüll. Markgräfin Stradama wäre sehr enttäuscht über meine Ignoranz gegenüber der Laborsicherheit. Euer Schleim kann den Giftmüll durchkämmen und die Schadstoffe der Seuche verdünnen. Zieht die gesäuberte Ausrüstung einfach aus dem Körper eures Schleims. Schleime, was würden wir ohne sie machen? Ja, ich mag Schleim. Seuchen sind dicker als Wasser. Kommt näher, mein Lehrling. Ich habe eine Mission von dringlicher Wichtigkeit für euch. Kürzlich ist ein Totenbeschwörer zu unserem Haus gekommen, den Lichtmarkgräfin Sindane geschickt hatte. Er hat so freundlich gewirkt und war stets bereit, bei den instabilen Schöpfungen meiner Herrin zu helfen. Aber ich habe dazugelernt, wie er herumgeschlichen ist und in unseren vertraulichsten Experimenten herumgestochert hat. Er wollte unsere Schleime stehlen. Ich weiß es genau. Ihr solltet ihn scharf verwarnen. Stellt sicher, dass unsere Freunden kein Leid zustößt. Trefft mich im Haus der Seuchen, wenn ihr fertig seid, Lehrling. Unsere Arbeit geht weiter. Die lesbaren Einträge scheinen von Marilev vor dem Untergang seines Hauses geschrieben worden zu sein, als er noch zurechnungsfähig war. Vielleicht werdet ihr, wenn ihr die fehlenden Seiten des Tagebuches findet, einen besseren Einblick in das
bekommen, was dem Haus der Seuchen widerfahren ist. Okidoki. So. Dann geht's los, oder? Und wir töten, töten Schleime. Also bei den Schleimen muss ich meistens immer irgendwie an den, war das 70er Jahre, 80er Jahre Horrorfilm denken, ja? An den Blob. Kennt den jemand von euch? Kennt den noch jemand? So, findest du da drin was? Was hat er da jetzt? Ah. Okay. Okay, okay, okay. Dann kämpfen wir uns jetzt hier durch, ne? Primus fort ist, bahnt sich ein Bürgerkrieg an. Markgräfin Stradama vertraut mir ihre Ängste an. Ohne Anima stagniert unsere Arbeit und somit auch unsere Macht. Okay. Ja, die Anima-Türe, die ist schon ziemlich kacke, ne? Für die Schattenlande. Für ganz Azeroth. Für das ganze Universum. Schleimi. Reagenzgläser. Aha. Meine Katze schreit. Das Haus der Rituale will uns mit Anima versuchen. Stradama und ich vermuten ein doppeltes Spiel. Doch unser Haus kann nicht ablehnen. Wir müssen wachsam bleiben. Und vor allem, wo hat das Haus der Rituale die Anima her? Frag ich mich gerade. Wenn die andere damit versorgen kann. Das kann ja auch nicht so rechtens sein. Kann ja eigentlich was nicht stimmen, ne? Müsste irgendwo ein Blümchen sein. Da oben. Slimy. Gib mir mal das Teil. Schauen wir kurz, wo hier das Blümchen ist. Seht ihr hier ein Blümchen? Ah, da unten. Nehmen wir natürlich mit. Niemand kann den Lichs öffentlich Verrat vorwerfen. Also habe ich einen neuen Trank ersonnen. Ein letztes Mittel, um Stradama zu schützen, falls nötig. Ich bete. So weit kommt es nicht. Tja. Leider ist es soweit gekommen.
Leider schon, ne? So, die Schleimsuche haben wir abgeschlossen. Na komm, du weiter. Na, ein Kollege gekommen, der was mithilft ein bisschen, ne? Weiß nicht, warum der das jetzt macht. 58er Drenai, okay, der wird auch wahrscheinlich ja auch am Questen sein. Läuft uns jetzt auf jeden Fall hier nach. Palalöwin heißt der Charakter. Das Haus der Seuchen. Vernichtet. Wo ist Stradama? Ich muss den Trank herstellen. Okay. Ich muss. Müssen wir Korum den Gerissenen noch... ein bisschen töten. Ein bisschen Tod muss sein. So, jetzt haben wir hier mal ein bisschen eine Army. Das war's. So, schaffen. Oha, da ist die zerstörte Nekropole. Reicht das, um auf Level 57 in dieser Folge noch zu kommen? Oder steigen wir schon in der nächsten Folge auf, liebe Leute? Hier entlang, Lehrling. Ihr und euer Schleim formt eine Bindung. Lebt wohl, Lehrling. Unsere Schleime werden sicher sein, mein teurer Lehrling. Oh, was sind diese Dinger? Haben unsere Kollegen diese Notizen verlegt? Klingt sich leider nicht aus, ne? Wie unordentlich. Gute Arbeit, mein Lehrling. Unser Labor funktioniert wieder. Jetzt brauchen wir noch eine letzte Zutat, um den Trank der Markgräfin Stradama fertigzustellen. Ihr müsst zum Gewächshaus laufen. Ich habe einen Zweig Angstschatten kultiviert, der geerntet werden kann. Ich werde die anderen Reagenzien vorbereiten, während ihr unterwegs seid. Seid vorsichtig. Rechtschreibfehler, Blizzard. Fleißig. Angstschatten ist das Lieblingsreagenz von Markgräfin Stradama. Trefft mich im Labor, sobald ihr es habt. Okay. Wo ist das? Hier? Was hier? Reservoir der gemischten Monstrositäten. Angststattengewächs da drüben. Ah, okay. Okidoki. Hallo, Angststattengewächs. So, das machen wir jetzt noch schnell. Und dann steigen wir rüber in die nächste Folge. Ich sage jetzt schon vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wie gesagt, wenn ihr unter dem Video einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr das Video liked, dann wird es vom YouTube-Algorithmus besser bewertet. Und somit besser gereiht und somit wird der Kanal und das Video besser gesehen. Und da würde ich euch einfach immer bitten, lasst einen Kommentar da,
einen Kommentar zu schreiben ist keine große Sache. Auf den Like-Button zu drücken ist auch keine große Sache. Unterstützt mich da gerne ein bisschen. Kostet euch nichts, kostet euch vielleicht eine Minute und bringt uns viel, viel weiter. So. Wir können das auch noch so ernten, kriegen einen spitzen Stock raus. Und damit bis zur nächsten Folge. Ciao, Baba, euer Marito.